Henry Avery war als König der Piraten bekannt, da er für den lukrativsten Piratenüberfall der Geschichte verantwortlich war. Henrys Legende währte weit über seinen Tod hinaus. Wir wissen nicht viel über Henry Averys frühes Leben, außer, dass er eine Zeit lang in der britischen Royal Navy diente, bevor er Pirat wurde. Henry Avery und seine Mannschaft segelten von der Küste Afrikas und überfielen und plünderten viele Schiffe, darunter auch französische und dänische. Seinen größten Erfolg feierte Henry Avery, als er gemeinsam mit anderen Piratenschiffen einen Schiffskonvoi auf dem Weg nach Mekka angriff. Die Belohnung für diesen Angriff war ein Schatz, der heute auf fast 100 Millionen Dollar geschätzt wird. Für die Ergreifung von Henry Avery wurde eine hohe Belohnung ausgesetzt, aber er wurde nie gefunden.